Ein Gipsabdruck der eigenen Vulva. Ist das obszön oder feministisch? Ich werde das heute für euch herausfinden. Last, fast, bring it right back. Wear it like that, move it like that. Like it like, do it like that. Kiss it like that, making it. Last, fast, bring it right back. Wear it like that, move it like that. Ich und ein Dutzend weitere Besucherinnen werden für die Künstlerin Gloria Dimmel die Hüllen fallen lassen. Für 85 Euro fertigt Dimmel einen 3D-Abdruck von Vulven im Linzer Stadtmuseum Nordico an. Der Vulva-Workshop ist nur ein Teil der What the Femme-Ausstellung. Doch genau der sorgte bei der Linzer FPÖ für Aufregung. Gemeinderätin Martina Tichler wollte sogar in Frage stellen, ob ein Museum, das derlei Aktionen anbietet, vom Staat gefördert werden darf. Ihre Kritik? Es ist ein Unding, Frauen unter dem Aufhänger des Feminismus immer noch auf ihre Vulva zu reduzieren. Das hat mit der Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau schlichtweg nichts zu tun. So wie die Vulva in der Gesellschaft gehandhabt wird, ist es eben sowieso schon die Reduktion auf die Vulva. Also die Frau wird auf ihre Vulva reduziert, indem es eben übersexualisiert wird oder eben so wie ein Tabu behandelt wird und gar nicht drüber gesprochen wird. Und es ist eben genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich versuche zu machen. Also in dem Sinn kann ich der Kritik eigentlich nichts abgewinnen. Man merkt bei den Teilnehmenden in meinen Workshops, also die freuen sich extrem darüber, das machen zu können. Es ist total ermächtigend auch. Also wenn man so einen positiven Bezug hat zum eigenen Körper und eben auch zu diesem Körperteil, das einfach ganz normal sein sollte, es aber irgendwie nicht ist. Also zuerst nehme ich Alginat. Alginat ist eine Abformpaste auf Algenbasis, die eben auch hautfreundlich ist und üblicherweise auch in der Zahnorthopädie verwendet wird für Gewissabdrücke. Ideal ist es, wenn man frisch rasiert ist oder halbwegs frisch, weil wenn man wirklich die komplette Intimbehaarung noch dran hat, dann kann es sein, dass man sich da ein paar Haare ausreißt. Deshalb bräuchte man da schon dann eine Barriere, eine Creme oder so. So, also ich muss jetzt selber die Masse bei mir auftragen. Es ist kalt. Also so, als würde man sich so Kuchenteig da unten raufgeben. Auf die Vulva. Das ist ja mein Geschenk. Dankeschön. So, das Negativ meiner Vulva und die der Workshop-Teilnehmerinnen werden jetzt zum fertigen Abdruck vorbereitet. Eine gute Gelegenheit, um sich das Museum, in dem Gloria Dimmel die Gipsabdrücke anfertigt und auch ausstellt, anzusehen. Denn dass es neben Vulven noch Exponate von über 50 anderen KünstlerInnen gibt, ist im Medienrummel ein wenig untergegangen. So wie man jetzt den Menschen nicht auf einen Geschlechtsteil reduzieren kann, kann man auch eine Ausstellung nicht auf ein Objekt reduzieren. Und genau das wollen wir eigentlich mit der Ausstellung transportieren. Vielseitigkeit, Diversity, das ist uns wichtig, das ist ein Anliegen. Und indem wir ihr auch ein wirklich umfangreiches Programm anbieten, wollen wir hier auch diese Sichtbarkeit gewährleisten und die Auseinandersetzung damit ankurbeln, auch die Auseinandersetzung von vielleicht vermeintlichen Tabus. Die Endergebnisse von so einem Workshop, finde ich, eignen sich halt perfekt dafür, dass man die Diversität und Vielfalt der Vulva-Formen sieht, die man halt meistens im Alltag nicht sieht. Und man erkennt dann, finde ich, dass man sich eigentlich gar nicht dafür schämen muss und dass es ganz egal ist, was für eine Form sie haben, die eigene Vulva hat und dass es da einfach keine Norm gibt. Gleich ist das 3D-Modell fertig. Ich bin gespannt, welchen Effekt der Anblick auf mich hat. Okay, also ich muss sagen, es ist schon eine sehr ungewohnte Perspektive. Ich habe auch während des Prozesses gemerkt, dass ich eigentlich noch nie so einen Blick hatte, obwohl es ja eigentlich mein eigener Körper ist, aber noch nie so einen richtigen Blick drauf hatte. Und ich... Sorry, es ist einfach spät. So, es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht,
dass ich auf das bisschen Gips so reagieren würde und dass es mich so überrascht hätte. Und im Nachhinein denke ich mir, ich war gar nicht schockiert, aber es war einfach ungewohnt für mich. Deswegen war ich so, oh, okay. Und ich wollte es am Anfang einfach nur anschauen und habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Weil man sieht jede Pore, man sieht jedes Detail, es schaut wirklich sehr echt aus und deswegen war mal der Anblick unbekannt. Und im Nachhinein geht man ja dann durch die Ausstellung und sieht so viele unterschiedliche Vulven, so viele unterschiedliche Formen und merkt, hey, das ist alles normal, das gehört alles dazu zum Menschsein. Deswegen war es cool, das mal so zu sehen in dieser Gesamtheit. Wir haben auch mit einer Teilnehmerin gesprochen, die dann meinte, es sind total schöne Gespräche entstanden mit den anderen Leuten, die dort waren, weil man einfach anders über den Körper spricht und anders damit umgeht und offener ist, wenn man mal gemeinsam in einem Raum ist und einen Gipsabdruck macht von der eigenen Vulva. Für mich war es auch interessant, weil ich gemerkt habe, ich verwende das Wort Vulva oft gar nicht, sondern ich habe einfach gesagt, da unten oder im Intimbereich und ich habe gemerkt, man kann Vulva sagen.